Die Stuttgart-Nacht bot neben vielen kulturellen Angeboten auch ein musikalisch-spirituelles Erlebnis. In der Kirche St. Maria kündigten liturgische Gesänge aus der byzantinischen Tradition den Auftritt von Charismo an. Höhepunkt des Abends, sein getanztes Gebet. Für mich ist es Gebet, weil nicht nur das, was ich zeige, also mit meinem Körper zum Ausdruck bringe, sondern auch innerlich ist es Gebet. Weil wenn ich hochsteige in den Himmel, ist es für mich schon Gottes Nähe. Wenn ich dann auch noch Auge in Auge mit dem gekreuzigten Christus da bin, auch ganz intensiv. Zeit, wo ich oben bin, ich habe Zeit zum Beten. Auch also so wie wenn ich unten bin, Zeit zum Beten habe am Boden, wirklich Gebete zu sprechen und nachzudenken oder jetzt einfach intensiv für jemanden zu beten. Und deshalb ist es in vielerlei Hinsicht Gebet. Sei es geht in den Himmel, in dem Fall. Ja, es geht, deshalb ist mir auch wichtig, das Tuch bis in die Kuppel zu ziehen. Mir hätte ja auch halbes Tuch reichen können zum Arbeiten. Aber das ist wichtig, glaube ich. Ich glaube, wir Menschen, wir brauchen auch nicht nur die Gewissheit, dass der Gott da ist, ja, der Liebe, sondern auch manchmal braucht man so Beweise, sage ich mal. Und so Kleinigkeiten, wie dass das Tuch bis nach oben geht in den Himmel oder wenn ich es dann berühre, ich glaube, das tut gut, wenn es solche Momente gibt. Ich gehe ja auch reich beschenkt immer wieder runter. Ich gehe hoch, aber ich komme auch reich beschenkt runter. Mit Glück, mit Dankbarkeit, mit Frieden. Ich habe Gott gesprochen, berührt. Er hat mich gehalten. Die Verbindung, das Tuch geht in den Himmel. Auch wenn die anderen jetzt da in der Kirche nicht das Tuch berührt haben, aber ich glaube, die Berührung ist doch da. Also jetzt nicht eben, dass ich spüre, dass ich es in der Hand halte, aber im Herzen gibt es doch eine Verbindung. Und das ist das, was ich wünsche, dass ich einfach verschenken kann und dass die Leute irgendwie empfangen, bewusst oder unbewusst. Sagten sie dem Unnahbaren ihre Liebe zu. Heil.